Hallo liebe Anne, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei diesem Interview dabei seid. Heute haben wir, wie gesagt, die Anne zu Gast und sie ist Autorin und Heilpraktikerin und Expertin für Hochsensibilität, für viel und mehr Begabung und arbeitet mit metakognitivem Coaching. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde mich auch freuen, wenn du noch etwas über dich erzählst, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ja, also erstmal danke für die Einladung und hallo Sarah, hallo an alle Zuschauer. Das metakognitive Coaching sagt ja eigentlich schon das, worum es mir so wirklich, wirklich, wirklich geht, und zwar aus tiefstem Herzen. Und da sind wir schon dabei. Die Kognition ist der Verstand und das Metakognitive geht über den Verstand hinaus in den Bereich Herz, Intuition, innere Weisheit. Das ist alles etwas, was sehr verstummt ist aufgrund der Überbetonung des verstandesorientierten Handelns und Lebens im Moment. Und wie arbeitest du genau? Also wie ist das so während eines Coachings? Wie läuft das so ab bei dir? Erstmal gar nicht. Ich arbeite nicht mehr mit Klienten, sondern bilde nur noch aus. Also Coaches, die mit hochsensiblen, hochbegabten, vielbegabten Menschen arbeiten wollen, das ist der Schwerpunkt für die Ausbildung. Und ich möchte einfach mein Wissen weitergeben und dadurch multiplizieren. Und irgendwann musst du in deinem Leben einen Fokus setzen. Und das war klar, ich kann nicht Bücher schreiben und ausbilden und noch Klienten in längeren Prozessen betreuen. Es gibt im Moment nur noch das Mitblitz-Coaching. Vielleicht nehme ich Ende des Jahres auch wieder welche im Mentoring auf, aber dann wieder Coaches, Trainer, Therapeuten, Berater. Also keine Endverbraucher, wie man so schön sagt. Ja, okay. Magst du einmal genau erklären, was das metakognitive Coaching genau ist? Also damit man sich da wirklich so richtig was drunter vorstellen kann und alle wissen, worum es geht. Grundlage ist die positive Psychologie. Ein ganz einfaches Ding ist, was passiert, wenn ich dich frage, wie sieht für dich ein rosa Elefant aus? So der Klassiker, dass man sich dann Gedanken darüber macht, wie ist rosa, und die Vorstellung im Kopf, die Gedanken, die Gefühle sind rosa, Elefant, vielleicht kommen dann die Assoziationsketten zum Elefant im Porzellanladen etc. Also das, was man anspricht, wird mehr. Und in der lösungsorientierten Haltung, Grundhaltung als Coach, geht es immer darum, die Lösung zu fixieren, also das, wo es hingehen soll, das, was zum Glück beiträgt, zur Lebenszufriedenheit, zur Lebensqualität, und nicht Fehlerorientierung, Selbstoptimierung. Wir haben einen Selbstoptimierungswahn im Moment. Das heißt einfach, ich bin nicht okay. Und die Grundlage ist natürlich, wir gehen immer davon aus, dass jeder Mensch okay ist, dass auch jeder Mensch viel besser die Lösungen für seine eigenen Lebensthemen kennt als ein Coach oder ein Therapeut, ein Berater. Und das geschickt zu fördern, dass der Mensch immer mehr in seine Kraft kommt, sein Potenzial lebt, dass er seine innere seelische DNA sichtbar macht, das ist der Inhalt vom metakognitiven Coaching. Wir haben ganz viele Übungen, wo es darum geht, das Denken zu hinterfragen, das Denken in die Position zu bringen, wo es hingehört, als eins von zwei, mindestens zwei, nämlich Herz und Verstand, Intuition, Kognition, Ratio und Emotion. Also das wirklich mit einem großen Überdach zu verbinden, sodass es ganzheitlich ist und auch den Menschen wirklich in seinem ganzen Sein berücksichtigt. Das ist der Inhalt. Okay, also wird praktisch die ganze Zeit eigentlich mit den Gedanken gearbeitet und dann an dem Prozess, wie wir etwas lösen können, mit den Gedanken auch da. Maren? Nee. Schau, du hast jetzt wunderschön klar gemacht, wie es normalerweise läuft, wenn wir verstandesorientiert sind. Ne? Wenn wir so arbeiten würden, wie du es gesagt hast, dann wären wir voll beim rosa Elefanten. Wir arbeiten nicht mit dem Verstand. Wir machen das Gegenteil. Wir arbeiten mit dem Gefühl.
Verstehst okay. du? Ne? Also das, wo wir uns zuwenden, das wird mehr. Also wir beachten den Verstand, wir berücksichtigen den Verstand, wir beziehen ihn ein in unsere Tätigkeit und gleichzeitig nähren wir das emotionale Gewissen des Menschen, seine Intuition, seine innere Weisheit, seine Seelensprache. Kann man gar nicht anders sagen, ja. Was passiert aber, wenn wir immer am Verstand rummachen? Ja, dann wird der Verstand immer stärker. Ist ein Muskel, ist wie ein Muskel, der wird immer mehr. Mhm. Ihr verbindet praktisch das Kognitive mit dem Gefühl. Also, genau. dass man es berücksichtigt. Aha, okay, ja. Und ja. dann gibt es natürlich noch einen Faktor, den wir überhaupt nicht außen vor lassen können, wenn du ganzheitlich denkst, das ist der Körper. Also auch die Psychosomatik. Der Körper zeigt uns alles an, was beim Menschen nicht in Ordnung ist. Der Körper sagt, nicht, es ist zu viel, sagt, wenn ein Mensch eine Pause braucht, sagt, wenn er im falschen Lebensweg eingeschlagen hat, wenn er an einer Kreuzung steht, sagt, hierhin oder dahin oder dorthin. Und dann haben wir in der Regel eine ganz klare Meinung und ganz klare Intuition, die sagt, hier lang, da lang, dort lang. Nur haben wir verlernt, darauf zu hören. Und das wieder zu aktivieren, ist super wichtig. Wie kann man das wieder aktivieren, wenn man jetzt das Gefühl hat, eigentlich entscheide ich permanent alles aus dem Kopf, so das, was eigentlich sinnvoll erscheint oder gerade die Gesellschaft so vorgibt oder von außen auch viel gespiegelt wird, dass das vielleicht der richtige Weg ist und ich entscheide immer aus dem Verstand. Wie kann ich versuchen oder starten auch, damit die Gefühle wieder mit einzubeziehen, die Intuition, diese innere Stimme? Naja, nehmen wir das Bild vom Körper und dem Körpermuskel. Und dann funktioniert das da ganz genauso. Ne? Wenn ich meine Bauchmuskeln stärken will, dann fange ich an mit Übungen. Ne? Diese Übungen zu machen, den Muskel, bestimmte Muskeln zu stärken, bestimmte Muskeln zu trainieren, damit die Stück für Stück mehr werden. Also gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten und Übungen, und Training, Wiederholung, Fokussierung, Schwerpunkt setzen, die alle demselben Ziel dienen, diesen Ausgleich zwischen dem überstarken Verstand und den anderen Elementen, die zum ganzheitlichen Leben führen oder gehören auch, das zu nähren. Und weißt, das funktioniert wie eine Einladung. Stell dir vor, da ist irgendein Element in dir, Sarah, ja? Und das wird die ganze Zeit so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Könnte ja sein, wir nehmen das nochmal hypothetisch an, ja? Wenn du auf einmal einen Rahmen spürst, einen Raum spürst, eine Präsenz, die wie eine Einladung ist, wo du dich ausprobieren kannst, wo du spielerisch damit umgehen kannst, Dinge zu versuchen, größer werden zu lassen, dann zu realisieren, wie fühlt sich das an, was macht es mit mir, wenn ich auf einmal nicht mehr im Defizitdenken bin, also ich muss hier was besser machen, da was besser machen, ich darf keine Aufschieberitis mehr haben, ich darf keine Sensibilität mehr so auffällig haben, ich darf nicht mehr so müde sein und ich sollte alles alleine schaffen, ja, diese typischen Glaubenssätze, sondern wenn du auf einmal nicht in diesem Defizitdenken, sondern im Ich-kann-Denken bist, und im ich spüre, dass ich kann. Ich habe gemerkt, der Muskel wird ein bisschen besser. Ne, machst du Kniebeugen, werden die Kniebeugenmuskel, die da beansprucht werden, besser. Ne, Bizeps wird besser, wenn der Armcurls macht und so weiter und so fort. Und dafür gibt es eben diese Palette der Möglichkeiten, die wir einsetzen. Mhm. Gibt es eine Übung, die du nennen kannst, die so als für den Beginn dafür sinnvoll ist, so als ersten Start? Ja, nehmen wir wieder den Körper. Wenn wir wissen wollen, wie unsere Ernährung ist, ist das Erste und Wichtigste, dass wir ein Ernährungstagebuch führen, weil wir gar nicht mehr merken, wo wir überall zwischendrin snacken. Mhm. Du läufst in der Küche vorbei und auf einmal sind da ein paar Weintrauben in deinem Mund, ja. Und dann siehst du, da liegt auch noch was. Und bei Müttern, ach guck mal, da ist auch noch ein Löffel auf dem Teller vom Kind, ja. Oder du schmeckst ab beim Kochen, ja, auch ein Klassiker. Ja, also Tagebuch führen. Was nehme ich eigentlich alles wirklich zu mir? Sowohl flüssig als auch fest. Alles, was da reingeht, alles. Aufschreiben. Nichts weiter als aufschreiben, sonst nichts. Jeden Abend. Ich frage dann immer einen Klienten oder habe gefragt, putzt du dir abends die Zähne?
Und die meisten sagen dann, ja, natürlich, putze mir die Zähne, ist doch klar. Ja, ja, okay, dann erweitere das Badritual um 5 Minuten, wo du aufschreibst, was an dem Tag alles gewesen ist. Mach dir Notizen. Und das Gleiche gilt für das Gegengewicht zum Verstand auch. Ne? Für ein Intuitionstagebuch, für ein Fühltagebuch. Du kannst nichts verändern, wo du kein Bewusstsein dafür hast. Das ist der Hintergrund. Mhm. Wenn, ja. wenn du nicht weißt, was passiert, was gerade, was du isst, was du fühlst, was du wahrnimmst, was du denkst, was deine Intuition hat, wie willst du das ändern? Das geht nicht. Ja. Und da diese Optionen erstmal zu entdecken, die da sind, das kannst du am allerbesten als ganz einfache Beginnübung, indem du das aufschreibst. Mhm. Okay, klingt logisch, sich darüber erstmal Gedanken zu machen, ja. was da so ist überhaupt. Logisch. Ja, genau. Was da und übrigens, was dann ganz viele Menschen feststellen, du brauchst auch keinen Coach für alles. Hallo? Früher hatten wir auch andere Sozialisierung. Heute sind wir so viele Ein-Mann-Wohnungen, Zwei-Mensch-Wohnungen, Ein-Frau-Freundschaften. Werde Freund mit dir selbst. Ja, ja, und die Selbstliebe und all sowas. Wir haben keine Spiegel mehr. Wir haben keine engen Bindungen mehr in dem Maß, wie wir das früher gehabt haben, weil einfach die Mobilität dazu geführt hat, dass wir relativ häufig umziehen, andere Wohnorte haben, andere Bezugspersonen und deswegen auch die Bindung nicht mehr die gleiche ist. Sonst würdest du einfach mal ein Gespräch mit deiner Freundin führen. Mhm. Auch die spiegelt dir doch, wenn sie dich wirklich lieb hat und sag mal, könnte sein, dass du da und da ein bisschen übertreibst oder dass du davon zu wenig hast oder so ein bisschen das Gefühl in der letzten Zeit, so die Stirnfalte, die ist irgendwie mehr geworden, brauchst du irgendwas in deinem Leben? Ne? Das, was Freunde einfach miteinander besprechen. Wenn die fehlen, dann wird es dürftig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach generell schwierig ist, überhaupt solche Beziehungen heutzutage aufzubauen, auch selbst wenn die Örtlichkeit die gleiche ist. Also wenn man im selben Ort wohnt, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es schwer ist, jemanden zu finden, der auch darauf abzielt, so eine ganz tiefe, innige Beziehung, Freundschaft zu führen, weil das ja auch viel bedarf. Also man möchte ja dann für den anderen da sein. Das sollte ja dann auch von beiden Seiten so sein, finde ich. Also wenn jetzt nur einer in die Beziehung unwahrscheinlich viel investiert, dann fühlt es sich ja auch für den anderen immer so ein bisschen, ja, so leicht. Also es ist spannend, was du sagst. Also weil es viel bedarf und weil man unwahrscheinlich viel investiert. Wenn's in einer investiert, ne? Wenn es in die Richtung läuft, ist schon verkehrt. Mhm. Das muss anstrengungsfrei sein. Wenn du dir schon überlegst, wann muss ich wieder anrufen? Wie sollte ich? Warte mal, wer war zuletzt bei mir? Nein, nichts investieren. Nichts sich Mords kümmern müssen. Das kommt von alleine und das kommt dann von alleine, wenn du dich zeigst mit deinen Bedürfnissen. Mhm. Wenn du ich nehme immer das Bild von einem Leuchtturm. Ne? Wenn du wie so ein Leuchtturm da bist, dann stehst du einfach nur da, bist sichtbar und die Menschen, die dann sagen, ach guck mal hier, die Sarah, wo wohnt die eigentlich? Ach da, ist ein bisschen weit weg, aber komm, lass uns doch mal verabreden auf einen Schnack. Ja. Oder, ist es blöd, dass sie so weit weg wohnt. Heute haben wir zum Glück, dank Corona, eine sehr große Akzeptanz von virtuellen Meetings und Auseinandersetzungen und Gesprächen, beides, ja, die ist so schön normal geworden, dass ich bin da Corona wahnsinnig dankbar. Ich lebe das schon seit 15 Jahren, weil meine Kinder über die Welt verstreut leben und nicht um die Ecke, sondern auf anderen Kontinenten und wir skypen bloß, ja, und besuchen uns einmal im Jahr, wenn es hochkommt, ja. Insofern ist es sehr gut möglich, wenn eine Grundverbindung da ist, ne? Ein Einverständnis, das ist übrigens auch wieder das Wort Verstand drin, ein Einverstandensein mit dem anderen, da brauchst du nicht harte Arbeit an der Freundschaft. Ups. Ja, aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, da zu differenzieren. Also ich empfinde das ganz oft so, dass es für mich dann sehr gut passen muss von Ansichten, weil sonst ist es schwierig, für mich.
Also ich finde es sonst, wenn man sehr oft so ganz andere Strukturen hat, völlig in Ordnung, nur ist es dann für mich, dann passt man sich vielleicht schon mal schneller an, weil man denkt ja, sonst sehen wir uns wieder nicht oder das ist für mich, dann wird es anstrengend, wenn man so sehr verschieden ist, obwohl man sich gut versteht. Man versteht sich nicht gut, aber... Wenn zwei das Gleiche sagen, ist einer überflüssig. Ich überspitze das jetzt mal einfach. Ne? Weißt du, der absolute Gleichklang, das ist ganz hübsch. Dann können wir zusammen uns einigeln, wenn wir im Einigel-Modus sind. Wenn wir sagen, ach nee, heute wächst mir heute fällt mir die Decke auf den Kopf, dann machen wir das gemeinsam. Ja. Freundschaft, Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Liebe, ja, basiert auch auf Unterschiedlichkeit, auf Ergänzung. Und da ist natürlich so eine Balance zu halten schon schwierig. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass sich so, sagen wir mal, die Interessen, dass da eine Übereinstimmung da ist. Ne? Wenn einer jedes Wochenende beim Fußball ist und in der Woche noch dreimal trainieren und zwischendrin in der Muckibude und dann weiß ich nicht, wäre mit mir jetzt zum Beispiel keine, worüber reden wir? Ich hab mal einige Jahre lang in einer WG mit einem Ironman gewohnt. Der war also Schwimmtraining, Lauftraining, Fahrradtraining. Wir haben uns nie gesehen. Ganz witzig, ja. Also wirklich zusammen wohnen, ja, aber sehen, eine halbe Stunde in der Woche, wenn es hochkam. Ja. Ja, also da ist es schon schwierig, dann ist interessanterweise war es trotzdem eine geile WG, vielleicht deswegen. Ja, genau, so diese Grundsachen, so ja. Zeit, wann hat man Zeit, wie sind die Interessen, auch die Werte, weil da entstehen sonst auch, finde ich, oft große Unterschiede, wenn jemand so sehr stark in eine Richtung ist und der andere so sehr stark in die andere, dann ist es schon mal... finde ich, dann Akzeptanz, da ist gar keine Frage. Nur sind es dann halt Themen, die man nicht so gut besprechen kann, weil es halt aneckt. Man kann sich dann nur reinversetzen oder sich versuchen, reinzuversetzen in die Situation. Und da finde ich es dann so ein bisschen schwierig, diese Connection aufzubauen, dass die auch so fest ist, wenn die Werte jetzt ganz unterschiedlich sind. Wenn es dann unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Werte, ganz anderes Zeitmanagement oder beziehungsweise Tagesabläufe, dann ist es, dann finde ich, wird es anstrengend. Ja. Obwohl man die Person an sich mag, aber es ist dann sehr schwierig, da irgendwie so eine tiefe Verbindung zu bekommen, dass es sich auch leicht anfühlen kann. Mhm. Ja. Du hattest aber ja eben von körperlichen Symptomen gesprochen, wenn irgendwas nicht so der richtige Weg ist oder so leichte Signale. Kannst du einmal aufzählen, was da so drunter fällt? Kann man das auch einkategorisieren, dass man sagen würde, das eine steht für das oder eher da in diese Richtung? Oder ist das eigentlich nicht ein... Also klar, das ist alles sehr gut erforscht in der Psychosomatik. Ja. Der Klassiker ist, das weiß jeder, Haut ist die Abgrenzung. Ne? Haut, meine eigene körperliche Grenze. Hauterkrankungen sind immer ein Hinweis darauf, dass ein Abgrenzungskonflikt vorhanden ist. Mhm. Und so weiter und so fort. Verdauungsorgane, was ist nicht mehr zu verdauen im Leben? Bewegungsablauf, also Gelenke, die klassischen Rückenschmerzen und so weiter, ne? Haltung im Leben, wo will ich voranschreiten? Und da gibt es wunderbare Fachbücher dazu, wer da mal nachgucken will, was mein Wehwehchen hier, was bedeutet das? Körperbarometer der Seele ist ein schönes Buch dazu von Jacques Martel oder auch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Nachschauen, richtig fette Wälzer, kann man eine ganze Menge über sich selber lernen. Ja, also dieses zum Beispiel Rückenschmerzen haben ja sehr viele, also kriege ich auf jeden Fall oft rückgemeldet. Ja. Ist das auch sowas, das vielleicht zu viel auf einem lastet oder kann man das so, das hört man ja schon mal, Rückenschmerzen, sodass viel auf einem lastet? Ja, das ist eher Schulter.
Schulter-Nackenbereich. Bei der ganzen Bewegungsthematik ist eben die Bewegungsthematik erstmal abzuklären. Wer viel sitzt, also einen sitzenden Job hat und keine regelmäßige Bewegung, das ist fast unvermeidbar, dass solche Probleme entstehen. Das kannst du gar nicht. Schreibtischjob, ja, was weiß ich, sitzt einer an der Rezeption oder ist Sachbearbeiter oder dies oder jenes und hat keinen Ausgleich in der Freizeit. Muss das kommen, es geht gar nicht. Wir sind Bewegungstiere. Dafür sind wir gemacht. Unsere ganze Statik ist dafür gemacht. Es ist nicht dafür, wir sind nicht dafür gemacht, im Auto zu sitzen, am Schreibtisch zu sitzen. Das ist leider ein Fakt. Ja. Und wenn wir dann auch noch, ich hätte es gerne anders, ja, wenn wir dann auch noch essen, als wenn wir, wie früher, mein Opa und meine Oma als Bauern auf dem Bauernhof gearbeitet haben, eine schwere körperliche Arbeit gehabt. Und dann gab es am Wochenende einen Braten und am Samstag einen Eintopf und dann waren die katholisch, freitags gab es immer was mit Fisch. Ja, aber das war ein schweres Essen, das war viel Fett dran und Kartoffeln waren immer dabei. Und so, ja. Und heute müssen wir gucken, wo können wir die Kohlenhydrate weglassen, damit wir nicht auseinandergehen wie ein Hefeteig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ihr steht ja auch so ein bisschen für das eigene Potenzial erkennen. Wie kann man da so starten? Also wie kann man beginnen, das wahrzunehmen, was man eigentlich gut kann oder was man mitbringt in diese Welt, in dieses Leben? Wenn man eigentlich denkt, so oft wird immer nur negativ gesagt, ja, das klappt noch nicht und das und das und das. Wie kann man diesen Blickwinkel ändern und auch mal erkennen, was man für ein Potenzial hat? Mhm. Ja, sehr schön. Eigentlich so, wie du angefangen hast, nämlich, was kann ich gut? Jeder kann irgendwas gut und zwar nicht, was ich glaube, was jemand anders gesagt hat, was ich nicht kann, sondern was fühle ich? Ja, und zwar fühle ich das, wenn ich Freude habe daran, was ich tue. Und das ist völlig egal, was das ist. Wenn es sich Schokokuchen backen, ja, vielleicht ist es ein super guter Schokokuchen. Ja. Vielleicht bin ich ein Mensch, der eine totale Freude an Technik hat. Ja. Vielleicht war ich als Kind jemand, der hat ein Radio auseinandergenommen und wollte gucken, was innen drin ist. Heute gibt es keine Radios mehr, aber na, ich als Beispiel, ja. Geh zurück in deiner Biografie. Auch das ist ein guter Hinweis, um herauszufinden, was ist denn eigentlich das, wie ich gemeint bin? Welches Potenzial habe ich denn mitbekommen? Was habe ich als Kind geträumt, was ich machen will? Also wir reden jetzt nicht davon, ich wollte der Sam, der Feuerwehrmann werden oder Lego und Playmobil und all sowas, was ich jetzt bei meinem Enkel erlebe, sondern ein bisschen älter, also der ist jetzt 6, das ist noch nicht, aber was wolltest du mit 16, 17, 18, was waren da deine Lebensträume? Wolltest du auf Reisen gehen? Wolltest du für Menschen da sein? Hast du Sport favorisiert oder handwerklich gearbeitet? Wolltest du, ja was auch immer, was waren diese Träume? Wo hast du dich freiwillig sehr gerne engagiert? Das sind so Hinweise, Indizien, um herauszufinden, wie bin ich denn eigentlich gemeint? Diese Biografiearbeit machen wir im Coaching dazu, um herauszufinden, was ist das, was der Mensch mitbringt? Was sind die Veranlagungen? Und es hilft überhaupt nichts dabei, wenn man im Coaching einen Mensch, der Fischschuppen hat und ganz fantastische Kiemenatmung dazu antreiben will, auf Bäume zu fliegen. Ja, also das ist tatsächlich, was bin ich für eine Spezies? Bin ich Fisch, bin ich Vogel, bin ich Säugetier, bin ich Insekt, bin ich ein Nachttier, ein Tagtier, bin ich ein Höhlenbewohner, bin ich und so weiter. In der Biologie sind wir da vollkommen klar, dass wir das alles nicht über einen Kamm scheren. Warum denn bei Menschen? Genau das Gleiche. Da müssten wir auch unterscheiden. Ja? Ich bin noch lange nicht so wie du. Und nur weil wir zum Beispiel zwei Frauen sind, zwei Deutsche sind, zwei Menschenbegleiter sind, sind wir noch lange nicht gleich. Ja? Es ist so höchst individuell, diese Individualität herauszufinden und dann zu polieren und zu veredeln und sich darin zu sonnen und es wunderschön zu finden. Das ist einfach das, worum es geht. Mhm. Ja, doch.
wenn man gefunden, also wenn man seine Fähigkeiten, das, was man gut kann, das, was einem Spaß macht, Freude macht, gefunden hat, entstehen ja auch schon mal von außen, also gerade wenn man vielleicht so, nehmen wir Sport als Beispiel, man ist jetzt super sportlich, so wie dein Mitbewohner in der WG zum Beispiel und fährt den ganzen Tag Rad und läuft und schwimmt und das von morgens bis abends so ungefähr, dann kommt es ja schon mal vor, dass man auch Limitierungen von außen aufgesetzt bekommt, vielleicht von Menschen, die es gut meinen mit einem und sagen, ja, ist es nicht was viel, das oder schaffst du das überhaupt, diese, was sich dann so in die Gedanken einschleicht. Und es gibt ja auch Limitierungen, die man selber für sich festlegt. Wenn man sich dessen bewusst wird, dass ich eine Limitierung habe, bezogen auf egal welches Thema, irgendwelche Limitierungen in verschiedenen Bereichen, wie kann man diese Limitierungen auflösen? Also, dass man nicht mehr glaubt, dass das meine Limitierung ist. Dieses ja wie als würde man sich eine Grenze setzen, aber nicht im positiven Sinne, ich grenze mich ab, weil das gerade nicht gut für mich ist, sondern es ist ja so eine Grenze, obwohl ich vielleicht weiterkommen könnte, im gesunden Maße. Das ist ganz hilfreich, das auseinanderzuhalten, was kommt von außen, wie du das geschildert hast, so kommen irgendwelche Meinungen, kannst du doch nicht machen, fast schon wieder 20 Kilometer gelaufen, meinst du nicht, es war ein bisschen kalt, all solche Geschichten, also, was kommt von außen, das kannst du abschütteln, oder wie so ein Hund, ne, der sich einmal schüttelt und dann perlt das Wasser ab und sagt, was hat das mit mir zu tun? Und dann haben wir die Dinge, die von innen kommen. Ja, zeigt zum Beispiel auch hier wieder der Körper Grenzen? Wo zeigt das Zeitmanagement Grenzen? Wo zeigen meine Werte, die du vorhin genannt hast, Grenzen? Weil mir andere Dinge im Leben auch wichtig sind, wie Sport. Ja, ich kann, ganz dieser Mensch war Single, hatte keine Kinder. Natürlich kann der nach der Arbeit, ist morgens um 5 aufgestanden, war um 5:30 bei der Arbeit, war um 4 fertig und dann kam der Trainingstag. Der war dann praktisch genauso lang, Wochenende Wettkämpfe. Ja, du musstest dich nicht um Kinder kümmern und um Rasen mähen und all so Sachen. Ja, also welche Prioritäten setzt man im Leben? Was Werte heißt denn nur, was ist wirklich wichtig? Nur ist gut. Also ich meine, das ist zentral. Ja, Wert im Sinne von, was ist wirklich wertvoll für mich? Was möchte ich wertschätzend und werterhaltend in meinem Leben haben? Und da sind manchmal einfach Entscheidungen fällig. Ich kann nicht die eine Hälfte vom Huhn zum Grillen und die andere Hälfte zum Eierlegen haben. Ja, aber wenn Ohne ich. Entscheidungen und Prioritäten geht es da nicht. Und dann schauen, gibt es da Konflikte? Und wie kann ich diese Konflikte lösen? Gibt es Möglichkeiten, sowohl als auch Varianten zu finden? Kann es sein, dass es irgendwelche Verschiebungen gibt, die ich selber einrichten kann? Aber das muss man ganz individuell betrachten. Okay, aber es gibt also als ersten Indikator, den man selber vielleicht anwenden kann, erstmal zu gucken, was ist mir wirklich wichtig, wie kann ich das umsetzen mit Zeitmanagement oder generell, wie schaffe ich es, dass die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, Platz in meinem Alltag finden, dass man es eben nicht nur macht, wenn man Urlaub hat und dann wieder merkt, boah, das tut mir so gut, aber im Alltag schafft man es dann vielleicht irgendwie doch nicht, weil man den Wert nicht hoch genug setzt. Ja, also es gibt so einen Klassiker, ne? Die Leute sagen, oh, das mache ich dann am Wochenende. Ja. Oh, das mache ich dann im Urlaub. Ach, und wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich. Sie haben aber nichts davon wirklich gemacht. Was weiß ich, ob ich am Wochenende noch lebe, ob ich den Urlaub noch erlebe oder die Rente je erlebe. Wenn wir nicht anfangen, unsere Bestimmung jetzt zu leben, dann kann ich immer Gründe finden, das aufzuschieben. Immer. Immer. Weil
es gibt meistens irgendwelche Probleme, die lauter schreien als das eigene Bedürfnis. Genau, also wie ist das, wenn man als Hochsensibler sich vornimmt, heute Abend mache ich irgendwas, was mir Spaß macht, ein Buch lesen, Sport machen, malen, tanzen, singen, das, was einem eben Freude bereitet. Und dann kommt man nach Hause und die Mitmenschen, Familie, der Partner oder auch in der WG, kann ja auch sein, dass man sich mit den Menschen auch angefreundet hat, denen geht es nicht gut oder die sind schlecht gelaunt oder haben Aufgaben, die man machen muss. Wobei das Muster ja wieder nicht so ernst zu nehmen ist. Das entscheidet ja jeder selber, was man machen möchte. Wie kann man damit umgehen, trotzdem vielleicht das zu machen, was einem gerade gut tut? Weil man spürt ja trotzdem vielleicht die Enttäuschung beim anderen oder diese leichte Energie von, oh, das finde ich jetzt eigentlich total blöd, dass du dich so entscheidest, dass man trotzdem lernt, für sich zu entscheiden. Man kann ja den anderen unterstützen, aber trotzdem, wenn man merkt gerade, ich kann es nicht leisten oder ich möchte es gerade nicht leisten, wie kann man damit lernen, umzugehen, dass es eben für einen selbst nicht so schwierig ist, diese Entscheidung zu treffen? Also ein wunderbarer Klassiker, den du da gerade geliefert hast, nämlich wo in der Frage die Antwort steht. Ja, die Frage war ganz klar, welche Prioritäten setzt du? Was ist dir wirklich wichtig? Bist du dir wichtiger mit deinen Bedürfnissen oder andere Menschen? Und das ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns den ganzen Tag. Wir entscheiden uns hierfür oder dafür, gegen dies oder jenes. Wir können nicht alles haben. Ich sage noch mal, Huhn oder Eierlegen essen. Also Huhn essen oder Eierlegen. Ja? Das heißt, diese Entscheidung müssen wir treffen. Das nimmt uns keiner ab. Es geht um radikale Selbstverantwortung. Und da ist niemand, und zwar nie, nie irgendjemand, dem wir die Schuld zuschieben können. Ja, aber dann bin ich nach Hause gekommen, mein Mann hatte schlechte Laune und dann habe ich es gelassen. Ja, bitte, selbst dran schuld. Ja, aber mein Kind ist auf die Knie gefallen. Und dann muss ich es verarzten. Ja, das ist so. Dann hast du die Priorität Kind, sonst darfst du kein Kind in die Welt setzen. Fertig, ja. Kind ist immer wichtiger für mich, was? Immer wichtiger. Ja? Oberste Priorität Familie. Und dann kam erst Arbeit. Na, das, irgendwann muss man sich hinsetzen. Es hat sehr viel mit diesem Wertekanon zu tun. Ja? Sich irgendwann in seinem Leben, wenn die Weichenstellungen da sind, welche Tätigkeit will ich machen? Früh schon. Was will ich lernen? Was will ich studieren? Wo will ich leben? Wie will ich leben? Mit welchen Menschen will ich leben? Wie will ich auf keinen Fall leben? Wo will ich auf keinen Fall leben? Welche Arbeiten will ich auf keinen Fall machen? Welche Form von Partnerschaften sind nett für mich? Ja? Wer sich da nicht irgendwann mal hingesetzt hat, wird keine Klarheit für sich erreichen. Diese Klarheit kann ich nur, auch hier wieder, geht um Bewusstwerden. Ja? Wenn ich nicht weiß, was Sache ist, wie soll ich dann entscheiden? Was ich nicht denken kann, kann ich nicht bekommen. Ein ganz einfacher Satz. Was ich nicht denken kann, kann ich nicht bekommen. Wenn ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, überhaupt, ich darf Bedürfnisse haben, da geht es schon mal los. Viele Menschen haben sich diese revolutionäre Idee noch nie zu Gemüte geführt, dass sie Bedürfnisse haben dürfen. Unabhängig, ob hochbegabt, normalbegabt, unbegabt, hochsensibel, normalsensibel, unsensibel. Bedürfnisse. Wir reden nicht nur von Schlafen, Essen, Dach über dem Kopf, ne, sondern da geht es um Selbstverwirklichung, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja, bis zur Selbstverwirklichung, bis hin zum Sein, zum seelischen Empfinden. Da geht es um Anerkennung, da geht es um Liebe, da geht es um Verbundenheit, da geht es um Zärtlichkeit, Zugehörigkeit. Diese ganzen Bedürfnisse gehören dazu. Du sprachst gerade von Hochbegabung, Vielbegabung. Wie kann man das interessiert mich gerade, wie kann man das einordnen? Deswegen drifte ich gerade mal kurz vom Thema ab, nur das, um das mal kurz zu klären. Wie kann man feststellen, beziehungsweise
Ja, wie kann man vielleicht wahrnehmen, ob man hoch oder vielbegabt ist? Das ist ja vielleicht auch so, ist das so wie mit der Hochsensibilität, dass man das hat oder nicht? Und wie kann man damit lernen, umzugehen und auch feststellen, ob man das in sich trägt? Das würde mich interessieren. Oh ja, du machst einen Test. Ne, wir haben das Internet. Ne. Google ist dein Freund. Du schilderst dein Problem. Google weiß die Antwort. Der sagt, guck mal hier, da gibt es einen Test dazu. Ja, zum Beispiel bei uns auf der Website gibt es jede Menge Online-Tests zum Thema Hochbegabung, Fehlbegabung und so weiter. Ja. Aber nicht nur auf unserer Website. Gibt es ganz viele. Wenn du nicht so computeraffin bist, dann gehst du zu einem Begabungspsychologen und machst Testungen. Machst dich schlau, welche Begabungstests überhaupt sinnvoll sind und welche nicht so sinnvoll sind. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, ist ohnehin eine Frage. Die Frage ist ja dann, was machst du damit? Ja, also du willst ja letztlich dein Leben verbessern, sonst fängst du ja nicht an zu suchen. Meistens fangen ja Menschen an zu recherchieren, wenn ein Defizit da ist, wenn sie unglücklich sind, wenn sie krank sind, wenn sie merken, sie sind an eine Grenze gekommen, körperlich, seelisch, intellektuell, wie auch immer. Und dann schauen sie, was das mit ihnen selber zu tun hat. Und das kann für viele ein riesiger Aha-Moment sein und ein wahnsinnig schöner Erkenntnisprozess. Wenn sie dann entdecken, ah, okay, jetzt kann ich mein Leben besser verstehen, ich kann mich selber besser verstehen, ich kann die Reaktion meines Umfelds auf mich oder überhaupt auf sich besser verstehen, dient auch hier der Selbsterkenntnis vor allen Dingen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach dann unterstützt, wenn man weiß, das ist okay, dass ich so bin. Das ist ja wie auch ähnlich bei der Hochsensibilität. Ich finde, dass es ist natürlich immer okay, so zu sein, wie man eben ist. Aber vielleicht fällt es einem leichter, das einzuordnen. Warum ist das jetzt so? Warum Ja, empfinde ich das so? klar. Ich hätte als letzte Frage noch einmal die Scanner-Persönlichkeiten. Das hört man schon mal immer wieder, aber es ist noch nicht so richtig etabliert, würde ich sagen, so als ganz normales Wort und jeder weiß, was gemeint ist. Ich würde mich freuen, wenn du das einmal so ein bisschen erklären würdest. Genau, das Ja, würde mit der mich freuen. Scanner-Persönlichkeit ist ein etwas unglücklicher Begriff. Scanner? Was Scanner? Haben die so ein Gerät da zu Hause rumstehen? Nicht sehr sinnvoll. Aber hat sich irgendwann eingebürgert, weil es eine einzige Autorin gab, die Barbara Sher, eine Amerikanerin, die den Begriff geprägt hat und damit nichts anderes beschreibt als das, was das deutsche Wort Vielbegabung, Multitalente, Generalisten beschreibt. Universalisten auch, ja, diese Menschen, die einfach viele Begabungsformen haben, die sind nicht nur mathematisch, sondern möglicherweise auch musikalisch begabt. Leonardo da Vinci, ein Klassiker, Michelangelo, ein Klassiker, Goethe wissen wir alle. Ja. Also es gibt viele Menschen, die viele Fähigkeiten haben und viele Begabungsformen, die aber mit einem IQ-Test, also Intelligenztest der herkömmlichen Art, die reine kognitive Intelligenz messen, nicht abgedeckt werden. Ne? Metakognition heißt über diese Begriffe hinaus, in den IQ-Tests haben wir sprachlich, bildlich, räumlich und logisch-mathematische Tests. Sonst nichts. Manchmal noch Wissen oder Allgemeinbildung. Sonst nichts. Keine soziale Intelligenz, keine emotionale Intelligenz, keine kreative Intelligenz, keine spirituelle Intelligenz, keine Intelligenz, die kinetisch ist. Sportler, Schauspieler, Tänzer. Ja. Wird alles nicht abgefragt bei den klassischen IQ-Tests, aber sehr viele Vielbegabte haben da ausgeprägte Begabungsformen. Und das ist auch nicht neu. Also Howard Gardner hat in den 80ern im letzten Jahrhundert schon in seinem Buch Abschied vom IQ diese Intelligenzformen beschrieben. Und zum Beispiel in der intrapersonellen Intelligenz oder der interpersonellen Intelligenz ist Hochsensibilität beschrieben. Genauso wie bei der emotionalen und der sozialen Intelligenz. Und das umfasst praktisch diese
Scanner-Persönlichkeit, also dass man praktisch, dass man auch Begabungen hat in anderen Bereichen, die nicht über diesen klassischen IQ-Test abgedeckt werden. Und dazu gibt es auch Tests, die man machen kann, um das mal zu überprüfen bei sich selbst. Ja, genau. Und das unterstützt dann einfach das Gefühl dazu, was man zu sich selbst hat, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt eine Begabung da und da. Ich finde, manchmal beschäftigt sich ja dann viel mit sich selbst, was ja auch schön und super ist. Aber was genau bringt es einem, das zu wissen, ich bin jetzt so und so? Also wie kann das unterstützen? Auch in welchen Bereichen unterstützt das? Am leichtesten kann man es an einem Beispiel machen, wenn ein Mensch das absolute Gehör hat und er hört das erste Mal was von musikalischer Intelligenz und musikalischen Begabungen, dann wird ihm klar sein, wieso er auf schrille Geräusche, Klingeln, Babyschreien extrem genervt und gereizt reagiert. Einfaches Beispiel, ja. Das ist einfach, es erklärt einem das eigene Leben. Und dieses eigene Leben besser zu verstehen, das ist so viel wert. Das kann ich einfach nur empfehlen, sich da mal auf die Suche zu begeben. Was sind denn meine eigenen Begabungsformen? Welche sind bei mir stark ausgeprägt? Es gibt keine nicht begabten Menschen. Jeder Mensch hat Begabung, nur sind sie sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben die Gaußsche Verteilung. So sieht es aus. Die meisten Menschen sind im normal begabten Bereich. Das haben wir hier, 64%. Dann haben wir hier 68%. Dann haben wir hier 15% an beiden Seiten besonders viel oder besonders wenig. Und dann haben wir ganz unten die 15% und dann 0,9% und 0,1%. Und dann haben wir die 100% verteilt. So geht es über alle Begabungsformen. Auch bei der emotionalen Intelligenz und der sozialen Intelligenz. Gegenteil von hochsensiblen Menschen sind die Alexithymiker. Die Leute mit Gefühlsblindheit. Auf der einen Seite haben wir die Hochsensible ganz stark ausgeprägt auf der Seite der Kurve. Auf der anderen Seite der Kurve haben wir die Menschen mit Gefühlsblindheit, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle und die der anderen Menschen zu erkennen. Die können das nicht interpretieren, sie können es nicht feststellen. Okay, und da gibt es dann praktisch zu jeder Fähigkeit einen Test oder wie, um das sich besser zu verstehen und selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, warum ich wie bin und was ich für Fähigkeiten habe. Mhm. Aber das gibt es in jedem Bereich. Also man kann dann trotzdem. Ja, es gibt auch massiv viel Literatur darüber. Das ist nichts Neues. Also über die Scanner habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Es ist auf viele Arten anders. Gibt es nur nicht mehr als Print, gibt es bloß noch als Kindle. Oder aber auch außergewöhnlich normal. Das ist schon in der 7. oder 8. Auflage erschienen. Also auch da gibt es eine Menge Informationen, die dienen immer der Selbsterkenntnis. Wir müssen nicht unbedingt Bücher lesen, weil uns langweilig ist. Ja? Es gibt Menschen, die lesen einfach fürchterlich gerne, auch um Wissen zu sammeln, aber viele lesen gerade Sachbücher oder Ratgeber, weil sie ein Problem haben, weil sie eine Sehnsucht haben, zum Beispiel sich selbst besser zu verstehen. Und dafür sind solche Bücher sehr hilfreich. Einfach mal googeln. Wenn man Google Bücher suche, spuckt dann immer eine Menge Ergebnisse aus. Wenn wir gerade dabei sind, dass du ja Bücher geschrieben hast, du hast schon mal gesagt eben, dass du eigentlich ausbildest in deinem Bereich. Ja, nicht eigentlich, also seit 13 Jahren mache ich das. Die Open Mind Coaches mit Schwerpunkt Hochbegabung, Hochsensibilität und Vielbegabung. Ja, das ist der Themenschwerpunkt. Genau, also ist es auch nicht möglich, anderweitig mit dir zusammenzuarbeiten, sondern steht der Fokus auf die Ausbildung. Genau, gibt im Moment nur eine andere Möglichkeit, das ist das Blitzcoaching. Das geht 1,5 Stunden für Impuls, ne? Wenn du einen Impuls brauchst, aber lange Coaching-Prozesse, die so ein halbes oder ein Dreivierteljahr dauern, das kann ich zurzeit gar nicht begleiten. Wer aber trotzdem mit Spezialisten für die Hoch-X-Menschen
arbeiten möchte, der findet bei uns auf der Website unter Coaches und Coaching eine Liste auch von mir ausgebildeten Coaches, die dann auch spezialisiert sind für diese Menschen. Okay, dann findet ihr auf jeden Fall unten verlinkt die Seite auch zu den Coaches, falls ihr euch angesprochen fühlt und auch den Weg mit jemandem zusammengehen möchtet. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Danke, und gerne. Dieses Interview geführt hast. Und auch vielen Dank an alle Zuschauer, die dabei waren. Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Alles Liebe. Ciao.